Unsympathisch TV hat ein neues Video rausgebracht. Memes, die wehtun. Ja, da kann ja sicherlich nur mein Content mithalten, meine Freunde. Memes, die wehtun von Sascha Unsympathisch TV. Super Laden, super Ding. Schauen wir rein. Und eins, los geht's. Heute ist soweit. Heute wird mal wieder nicht lachen gedreht. Das heißt, dass Luca mir mal wieder eure Clips zukommen lassen hat. Es ist immer das Gleiche. Wir spielen gleich GTA. Entspannt euch, Lern. Spielregeln sind wie jede Episode gleich. Ich schaue mir die Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Inshallah, bessere Clips als letzte Episode. Ich würde sagen, erster Clip, let's go. Oh nein, schwangerschaftmäßig. Bro, du bist echt lost. Du fragst deinen Chat, der im Submode ist, ob die Werbung gesehen haben, aber Subs bezahlen ja dafür, dass sie keine sehen. Justin, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Justin hat Twitch, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden. Justin gibt den Leuten quasi vor, wenn sie Emotes machen sollen und sowas. Das, was ein Simp, der weibliche Zuschauer. Dummkopf. Simp. Okay, krass. Hey, das ist doch kein Mensch, oder? Okay, das ist jemand Bösartiges. Was? Wer hat solche Augen? Wer hat solche Lippen? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll gerade. Das bist du, Joey's Jungle. Das bist du. Das sieht man doch, oder? Warte, oder? Vielleicht kann ich... Sascha unsympathisch? Ja! Nein! Was? Was? Stimmt aber. Ja. Große Beleidigung. Große Beleidigung. Anzeigen. Was? Es waren ganz normale Lippen. Ganz normale Lippen. Ich weiß nicht mehr weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass Leute fragen, wer hat so und so. In jeder Episode, wo irgendwelche Menschen gezeichnet werden oder irgend... Sascha, so auf den hier angelehnt. Sehe ich aus wie Sascha unsympathisch? Wartet, Moment. Nein, verfickte Scheiße, sehe ich nicht. So sieht Sascha nicht aus. Sascha ist ein schöner Mann. Ruhe jetzt, der wird eine 3 von der Zahl her bekommen von Zeddos Freundin. So ein Ding ist das. Irgendwie irgendwas gezeigt wird, auch mit der Nase. Wer hat so eine Nase? Ich hab so eine Nase, ich hab solche Lippen. Sorry. Wunderschön. Der Was machen wir schön. Als nächstes? Wir machen das Auto voll. Also ich muss sagen, der Mercedes, Digga, wunderschön. Mhm. Wunderschön. Ja. Das sieht einfach ohne C-Säule, Digga. Ui, das sieht einfach ja, schön aus. Ja, Digga. Hat was. Autosäulen, A, B, C. So, Monte, perfekt. Ohne C-Säule, man kennt das. Der Kofferraum, da brauchen wir nicht. Ich glaube, actually, wahrscheinlich könnte Ufo ein BH tragen und fucking ein Thong oder so, Alter, und ich würde es feiern. Kevin, jedes Wort, was du sagst, ist einfach weird. Jedes Wort, was du sagst, ist einfach weird und falsch. Harry Potter. Ich glaube, ich weiß es besser noch. Es war wirklich eines der schönsten Wochenenden. Und ich wollte dich einfach nur noch mal fragen, ob du vielleicht noch mal Lust hättest, mit mir in die Brasserie zu reisen. Ja, sehr gerne. Warum denn? Wie alt bist du? Sag's mir kurz. Ich bin 15. Alles klar. Du, Alter. Ja, Nico. Den hatte ich ja ganz vergessen, Free Lazzo. Aua. Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais, kleine Knoblauchsoße. Hallo. Hey. Das... Gar nicht bemerkt, angeschlichen, was soll das denn? Und sei froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Damals, als sexuelle Belästigung noch lustig war oder nie lustig gewesen ist, Oliver Pocher, lustig, sehr lustig. Wie jung bist du, wenn ich mal fragen darf? Ich bin 16 geworden. So. Und Gefängnis. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 200 Euro rein, ab dafür. Du Simp, genau, sexuelle Belustigung, man kennt sie. Das mit dem Penis vergessen wir mal ganz schnell. Free Oliver Pocher. Aber es ist halt wirklich so. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es kommt doch öfters vor, dass du dir denkst, oh, die sieht nice aus. 14. Ab in Knast. schade, Kevin. Das passt ja. Ja, bitte?
Sag's, Kratter, sag es. Was geht ab, Freunde? Ich bin's. Geil. Geil. Leute, danke mal wieder für die arschgeilen Clips heute. Beste Einsendungen. Dieses Gesicht. Haben Sie diesen Mann gesehen? Dieser Mann hat am Hauptbahnhof 20 Frauen belästigt, mit Kleingeld beworfen und unter den Rock gefasst. Wenn Sie diesen Mann gesehen haben, melden Sie sich. Merken Sie sich genau die markanten Gesichtszüge und die Gesichtstattoos. Sollten Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort dieses Mannes haben, melden Sie sich unter der unten angezeigten Telefonnummer. Das ist meine alte Telefonnummer. Danke nochmal, Simon Unge. Top. Ja, jetzt kommt da wahrscheinlich Blät oder sowas. Ja. Ja, ja, lustig. Ja, jetzt kommt da etwas anderes. Ja. 5 Euro, wenn du in den nächsten 10 Minuten kein einziges englisches Wort benutzt. Wie heißt der Track von gerade? Easy. Kevin, das war's. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Abitur Brandenburg hat wieder zugeschlagen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die guten Clips waren, aber falls jemand von euch gute Clips hat, bitte an diese E-Mail-Adresse senden. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja, so ist es. Die Fans sind das Wichtigste. Wenn die nicht mehr hast, dann bist du weg vom Fenster. Er hat's verstanden. Was macht Unge da? Gosse. Ja, nicht vielleicht Gosse, aber vielleicht wieder im Kinderzimmer. Guten Morgen! Schade, Nico an der Stelle.